Training off the job, was ist das? Das sind Seminare / Vorträge. Seminare und Vorträge. Das sind Fallstudien, die man natürlich auch in Seminaren machen kann. Also das mischt sich natürlich, aber das kennen Sie ja schon. Ja, Fallstudien, Planspiele und E-Learning. Ja, das ist so der Oberbegriff. Man kann auch sagen, Computer-Based Training, CBT, da gibt es ja viele Abkürzungen. Irgendwann hat man sich dann mal verständigt darauf, dass alles E-Learning, also E-Learning, Learning, ja, E-Learning zu nennen. Das sind die Methoden von Training off the job. Insgesamt ist das alles Trockenschwimmen. Ja, das muss uns immer klar sein. Off the job ist Trockenschwimmen. Nur man versucht durch dieses Element Fallstudien und Planspiele so Praxiselemente reinzubringen. Ja, was ist ein Planspiel zum Beispiel? Ein Planspiel ist eine Computersimulation. Das heißt, man bildet zum Beispiel, wenn man das in einem Seminar macht, bildet man zum Beispiel Gruppen, ne, A4 Leute irgendwie so, und jede Gruppe ist ein Unternehmen. Und jedes Unternehmen muss nun bestimmte betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen über Preis, Marketingaktivitäten, Investitionen. Das wird verdichtet auf einem Entscheidungsblatt. Dieses Entscheidungsblatt wird einem Computer eingefüttert. Ja, früher ging das indirekt über dieses Entscheidungsblatt, heute kann man das auch direkt machen. Und dann simuliert der Computer eine bestimmte Situation, die durch diese Entscheidungen hervorgerufen wird. Die Unternehmen, also die einzelnen Gruppen, bekommen das Feedback. Welche Menge setze ich ab, wenn ich diesen Preis gewählt habe? Und treffen dann wieder neue Entscheidungen. Fast so wie im richtigen Leben. Ja, und irgendwann nach 4 oder 5 Perioden kann man dann einen Gewinner ermitteln, der zum Beispiel den meisten Gewinn erwirtschaftet. Ja, so etwas. Das sind Planspiele, inzwischen sehr, sehr ausgefeilt. Ja, sehr, sehr spannende Sachen gibt es da. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.